Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, euer Casey meldet sich auch mal zurück. Heute wieder so ein Laber-Video. Ja, großes Thema ist natürlich, das haben wir schon die letzten Monate immer diskutiert, Pay to Win oder Road to Glory nächstes Jahr. Das werdet ihr hier heute, ja, mit abstimmen können. Ich weiß nicht, ob ihr es seht oder hört. Ich bin ultras krank geworden auf der Gamescom. Ich war Dienstag bis Donnerstag da. Ich wollte eigentlich auch Freitag oder vielleicht sogar Samstag kommen. Aber, ja, ich habe vergessen, ein Desinfektionsmittel mitzunehmen. Überall Hände geschüttelt wahrscheinlich. Da waren so viele Leute, Mann. Ja, habe ich hier und da ein paar Bakterien abbekommen. Und, boom, Donnerstagabend war ich komplett kaputt. Ich habe auch wenig geschlafen. Daran könnte es auch liegen. Aber trotzdem, für die Leute, die ich ja getroffen habe, ob das YouTube-Kollegen sind, viele getroffen, ja. Eigentlich jeden, den man erkennt. Check auf jeden Fall mal Instagram ab, da werde ich mal ein paar Fotos raushauen. Und natürlich an jeden Abonnenten, der da war, waren richtig viele, wo ich halt vergessen habe, irgendwo was anzukündigen. Und im Hintergrund seht ihr ein, für James Gameplay von letzter Woche. Dann wird morgen auf jeden Fall die Rewards kommen. Vielleicht morgen abends, wenn es ein bisschen besser geht, werde ich vielleicht noch ein paar Spiele im Stream spielen. Haben jetzt, wieder länger kein Video rausgebracht, keinen Stream, weil ich auf der Gamescom war und dann noch krank geworden bin. Da ging wirklich nichts. Und deswegen wollte ich heute unbedingt ein Video raushauen, damit ich meinen Upload-Plan ein bisschen wieder einhalten kann. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Pay to Win gegen Road to Glory. Ich werde euch hier jetzt vielleicht ein paar Vor- und Nachteile auflisten. Und ihr könnt dann auch gerne unten im Kommentarbereich schreiben, was für Pay to Win spricht und was für Road to Glory. Also was ihr mehr feiern würdet mit euren Argumenten. Dann können vielleicht die Leute auch sagen, ey, stimmt, vielleicht ist das oder das besser. Also Pay to Win, da habe ich mal ein paar Pro-Punkte aufgeschrieben. Ja, klar. Ne? Ich werde am Anfang gut reincashen. Ich weiß nicht, wie viel. Und ich weiß auch nicht, ob ich während dem Promo-Event was reincashen werde. Aber ich werde vielleicht am Anfang ein bisschen reincashen. Und da wird man natürlich schon einen großen Vorteil haben. Das heißt, wir werden von vornherein krasseres Teams haben. Zum Beispiel könnte ich in der ersten Woche oder in der ersten Weekend League-Woche direkt mit Zidane spielen. Was halt cool wäre. Das wird normalerweise vielleicht erst nach 3-4 Monaten möglich sein. Ich weiß nicht, was für Stats hat, was für Bigfoot, was für Skillpunkt der hat. Aber der wird safe nicht günstig sein. Und dann könnten wir vielleicht sogar in der zweiten Woche schon mit Drogba spielen. Und ja, ihr merkt das schon. Ja, von vornherein direkt schon mit den geilen Spielern. Und ich könnte euch direkt sagen, ey, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, den zu holen für den Preis. Ich bin nicht der allerbeste Spieler. Und das ist wahrscheinlich auch das Gute dran. Weil ich bin so ein Spieler wie ihr. Gold 1, Elite 3. Die wenigsten von euch spielen auf dem Pro-Level. Und deswegen muss man eigentlich wissen, ja, welche Spieler sind vom Preis-Leistung am besten. Habe ich ja die letzten Jahre gezeigt, dass es meistens meine Tipps oder meine Favorite-Spieler euch auch meistens gefallen haben, wenn ihr so einen ähnlichen Spielstil habt. Na, danach gibt es natürlich auch viele andere Punkte. Pack-Experimente können wir von vorne reinbringen. Das haben wir jetzt gegen Ende von FIFA 19 auch öfters gebracht, weil die Münzen ein bisschen egal sind. Aber am Anfang, ja, muss man einfach sagen, kann ich nicht immer ein Pack-Experiment machen, weil für einen Road to Glory-Spieler wäre es dann irgendwann zu teuer. Ne? Was ich vergessen habe zu sagen ist, natürlich entweder machen wir einen Pay-to-Win-Account oder einen Pay-to-Win-Account mit einem Road-to-Glory-Account. Also das würde heißen, auf dem Pay-to-Win-Account würden die ganzen Packs-Experimente kommen, die ganzen Formate mit anderen YouTubern, und auf dem Road-to-Glory-Account wird dasselbe kommen wie die letzten 3 Jahre. Ich habe euch die letzten 3 Jahre euch gezeigt, was alles möglich ist, was man ohne Fever Points schaffen kann. Was aber auch noch geil wäre auf dem Pay-to-Win-Account, ich könnte immer jede SBC sofort machen. Das heißt, selbst wenn ein Spieler ein bisschen teuer ist, ja, könnte ich ihn trotzdem machen, beziehungsweise wenn einer sehr teuer ist, aber es lohnt sich für ihn, das könnte ich auch sofort machen. Und ich könnte ihn direkt in der ersten Weekly League zocken, könnte euch direkt sagen, ey, das sind seine Vor- und Nachteile, ne? Das habt ihr auch viel gefeiert, wenn ich streame. Ein anderer Punkt wäre natürlich krassere Battles, ne? Wenn ich nur einen Account mache, kann ich da meine, ja, Food Gems Belohnung abholen, kann natürlich viel schneller Coins machen, weil ich dann wahrscheinlich, wenn ich 2 Accounts mache, auf dem Pay-to-Win-Account kein Food Gems spielen werde und generell wenig spielen werde, sondern eher nur trade und FIFA Points auflade. Ja, dadurch alles möglich, FIFA Bingo, ja, andere Formate. Und was halt wichtig ist, natürlich, jedes Wochenende wird immer noch dann Weekend League Streams kommen und vielleicht, wenn wir von vornherein ein bisschen mehr reinpayen, ist es mal möglich, dass wir Elite 1 angreifen. Ja? Wir haben letztes Jahr oder dieses Jahr haben wir 26 Siege geschafft, glaube ich, 2 Mal bei unserer Grenze. Schade, kurz vor Elite 1, aber ey, sind wir ehrlich, wer am Anfang ein krasses Team hat, der hat einen mega Vorteil. Jetzt ein krasses Team zu haben, bringt nicht so viel, weil jeder gefühlt ein krasses Team hat. Und wird natürlich auch bedeuten, vielleicht sogar mehr Streams, Jungs. Ne? Das würde sagen, ich könnte öfter eine Icon SBC machen. Könnte oft im Pack-Opening so Events machen.
Also, all das ist möglich. Ich habe hier ein paar Sachen nämlich aufgeschrieben. Am Ende des Tages muss man aber sagen, der Content wird im Großen und Ganzen gleich bleiben. Trading wird trotzdem kommen, ob ich auf einen Account spiele, Pay-to-Win-Account, oder auf zwei Accounts. Nur ist es wahrscheinlich so, dass es sogar auf dem Pay-to-Win-Account sogar ein bisschen mehr Trading kommt, weil, das habe ich euch schon mal gesagt, was ein Nachteil war für mich in diesem Road-to-Chloe-Account ist, ich habe immer 2, 3, 4 Wochen mit demselben Team gespielt. Sobald ich aber die Münzen hatte für einen krassen Spieler wie Ronaldo, habe ich mir den Spieler geholt und meine Münzen waren bei 0. Und ich konnte dann meistens dann nicht mehr weiter traden, weil dann musste ich wieder von 0 auf 100.000 kommen und dann da wieder traden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich Pay-to-Win habe, ich kann mir immer 2-3 Millionen zur Seite legen und wenn ich merke, ey, das ist eine gute Investition, ich mache dazu ein Video und kann es selber nochmal investieren. Wisst ihr, was ich meine? Weil meistens, wenn ich einen Spieler gekauft habe, war die Motivation wieder ein bisschen bei 0, da wieder zu traden, weil, ja, muss ich erstmal wieder hochkommen. Ja, was Contra ist? Contra ist, Ist mir vielleicht jetzt auch eingefallen, vielleicht ist die langfristige Motivation schnell raus. Das sehe ich bei meinen Kollegen. Keiner von denen spielt jetzt noch irgendwie seit Wochen, seit Monaten mehr die Weekend League, weil die haben schon alle Spieler getestet, die haben alles erreicht. Wisst ihr, was ich meine? Und bei mir ist es so, jetzt gegen Ende, das geil halt, dass ich die ganzen geilen Spieler nochmal testen kann. Ja, Ronaldinho, Optimus Prime, vielleicht, falls ich noch eine Weekend League streame, können wir nochmal Maradona holen, Henri, natürlich alles Optimus Prime Version. Das ist halt, ne? Weil man so schnell die krassen Spiele hat und so für jeden Spieler schon gespielt hat. Aber man könnte aber auch sagen, vielleicht hätte ich zum Beispiel dieses Jahr reingepayt, hätte ich auch jetzt so Optimus Prime R9 testen können. Optimus Prime Hullet. Ja, das könnte für nächstes Jahr natürlich geil sein, wenn es ein Optimus Prime Drogba, Optimus Prime Zidane gibt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zidane dann kostet. Ja? Das werden wir auf dem Road to Club Account wahrscheinlich nie uns leisten können. Und das wäre, sag ich mal, ein trotzdem ein Kontra, ja, diese langfristige Motivation, generell diese Motivation mehr zu, ja, zu grinden, ja, ist nicht da vielleicht. Dazu kommen aber noch später ein Vorschlag von mir, was man da vielleicht dagegen machen kann. So, und Road to Glory, was gibt's auch für Vorteile, Nachteile? Man kennt mich einfach dadurch, ja. 3 Jahre lang schon habe ich im FIFA 17, 18, 19 jetzt jedes Jahr gezeigt, dass man mit 0 FIFA Points und das für mich das ist das größte Kompliment. Ich habe so viele Kommentare gelesen, wo die geschrieben haben, ja klar, das ist wahrscheinlich ein Road to Glory. Ja klar, wahrscheinlich hast du hier nichts reingepayt. Das ist für mich das größte Kompliment. Viele haben geglaubt, das ist gar nicht möglich, so ein Team aufzubauen ohne FIFA Points. Aber ich habe es wirklich Folge für Folge immer gezeigt, was ich gekauft habe, was ich verkauft habe. Ja, ich versuche so viel, ja, euch zu zeigen, wie es ging, damit ihr alles nachvollziehen kann. Und viele haben mir auch jetzt geschrieben, ey, dank dir, die einfachen Tipps, das ist ja, ich habe meistens die einfachen Tipps gezeigt, aber auch selbst das hatten ja viele nicht gewusst, haben gesagt, ey, durch deine vielen einfachen Tipps habe ich auch jetzt, was weiß ich, 10 Millionen Team, 15 Millionen Team, ja, was ich die Jahre vorher nicht mit FIFA Points hinbekommen habe. Das freut mich auf jeden Fall. Und das Krasse ist halt natürlich, das haben mir auch viele geschrieben, man kann sich mit mir vergleichen. Ne? Man guckt so, ey, der KC ja, ist mit der Road to Glory jetzt so und so weit, hat so und so einen Spieler, so und so viel Transfer erlöst. Ich bin so und so weit, ne? Man könnte es immer so ein Duell machen, mäßig. Wenn ich jetzt natürlich das reinpaye, ja klar, dass keiner mehr mithalten kann. Also zumindest, wer Road to Chloe ist. Aber ich will von vornherein schon einen großen Vorteil haben. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, mehr Herausforderungen, ne? Man hat mehr Bock zu grinden. Und ich denke, man wird nächstes Jahr auch viel einfacher Münzen machen können, durch die ganzen Battle Pass, dies und das, ja, durch die Rewards, aber muss nicht heißen, dass man dadurch mehr kaufen kann. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Spieler, wie ihr seht ja schon, immer teurer wird. Der R9 Optimus Prime ist bei 15 Millionen, ja, nächstes Jahr ist wahrscheinlich ein Zidane bei 20 Millionen, weil man so schnell Münzen machen kann. So, Nachteil ist einfach, habe ich auch schon so gesagt, man hat 2 Accounts, ja, und dafür reicht die Zeit nicht. Ich müsste dann immer entscheiden, was ich mache. Ja, trade ich dann auf einen Pay-to-Win-Account, trade ich auf einen Road-to-Glory-Account. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Kraft oder so viel, ja, grinden können wie die letzten Jahre auf einen Road-to-Glory-Account, weil ich, wie gesagt, noch einen Pay-to-Win-Account ein bisschen natürlich auch traden muss für meinen Content. Und mein Vorschlag wäre einfach, ja, wir fangen vielleicht die ersten 3-4 Wochen mit einem Pay-to-Win-Account an, ja, nur ein Pay-to-Win-Account. Und dann schaue ich mal, wie es mir gefällt und wie es euch gefällt. Ja, ich denke, man wird trotzdem 1-2 Mal die Woche Trading- und SBC-Videos geben. Dann wird es natürlich wieder den Weekly-Stream geben. Dann wird wahrscheinlich auch eure Rewards geöffnet, ja, Community-Pack-Opening. Dann vielleicht noch 1-mal die Woche Pack-Experiment, falls geile SBCs kommen, wo man wieder ein bisschen das grinden kann. Und ja, klar, natürlich andere Formate mit anderen YouTuber. Und von vornherein, ja, ein paar Spieler testen, ne? So in Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Großen Ganzen wird es gleich bleiben, aber wie gesagt, beim Pay-to-Win-Account wäre es natürlich ein Ticken krasser, alles, müsstet ihr ja mal entscheiden. Mein Vorschlag, wie gesagt, wäre, wir fangen die ersten 3-4 Wochen mit nur einem Pay-to-Win-Account an, wenn wir merken, ich und ihr, ey, das ist nicht dasselbe wie die letzten Jahre, das ist nicht, was ich feiere. Dann fange ich einfach nach 3-4 Wochen nur Road to Glory-Account an und dann habe ich natürlich,
einen späteren Start, aber ey, ganz ehrlich, sind wir ganz ehrlich, 3-4 Wochen ist es nicht so spät. Man kann auch super schnell, ja, super schnell Münzen machen und ja, dann könnte ich einfach die Road to Glory ein bisschen verspätet anfangen. Das wäre mein Vorschlag. Ihr könnt gerne eure Vorschläge reinschreiben, ja, was ihr darüber denkt, was ich machen soll nächstes Jahr. Unten ist ein Link, stimmt da ab. Das wird bis zum Ende von FIFA 19 bis Anfang FIFA 20 immer derselbe Link sein. Dann werde ich immer sehen, wofür die Leute immer abstimmen. Und ihr gerne, wie gesagt, Vorschläge, gerne eure Meinung in den Kommentarbereich. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Morgen kommt ein Pack-Opening mit 5 Player-Picks und vielen Packs. Wird man wahrscheinlich nichts ziehen, aber trotzdem, ja, die Player-Picks sind ja schon ganz geil. 5 Stück zum Abschluss von FIFA 19. Ein geiles Pack-Opening und vielleicht am Abend grinden wir noch ein bisschen Weekend League mit neuen Spielern. Schau ich mal. Oh, und dann würde ich sagen, kommt nächste Woche auf jeden Fall noch ein paar Videos. Und dann ist es halt gar nicht mehr so weit bis FIFA 20. Und dann würde ich sagen, was vom heutigen Video. Danke, wie gesagt, für alle, die bei der Gamescom waren und mich angesprochen haben und ein Foto gemacht haben. Schickt mir doch mal gerne eure Fotos auf Instagram mir zu. Dann mache ich eine Foto-Compilation, werde ich dann, denke ich, posten. Und dann war's von mir. Ja, ich hoffe, ich kann mich schnell erholen und dann gibt's wieder mehr Content. Ja, dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Bei Casey raus. Ich lege mich gleich ins Bett. Ciao.